Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat soeben einen 1-0 Heimsieg gegen den SCR Alltag zu Hause gefeiert. Der dritte Pflichtspielsieg in Serie in der Bundesliga. Unsere Blackies ist damit weiter ordentlich auf Vizemeisterkurs. Man muss ehrlich gesagt auch zugeben, das Spiel war jetzt nicht ganz berauschende Spitzenspiel dieser Runde, das definitiv nicht. Die Altacher im Grunde 90 Minuten nicht wirklich gefährlich, wie ich finde. Also da gab es vielleicht zwei Top-Chancen, wenn man das Top-Chancen nennen kann, die Altach fabriziert hat. Unsere Blackies von Anfang bis Ende, wie ich persönlich finde, souverän. Sturm hat eigentlich wirklich gerade in der ersten Halbzeit ganz klar den Ton angegeben, ist auch dann verdient in der 16. Spielminute mit der ersten richtig guten Möglichkeit in Führung gegangen. Allah, Edombonci auf Allah, ein schöner Doppelpass und Danny Allah erzielt bei seinem nicht Startelfdebüt, aber nach seinem, bei seinem ersten Einsatz nach, ich glaube, zwei oder drei Partien, wo er auf der Bank schmoren musste, wieder ein Tor. Traf er zuletzt in der Südstadt nicht zu vergessen und macht ihm das 1-0 in Minute 16 sehr schön vollstreckt. Sturm hat im Endeffekt das Spiel auch sehr gut im Griff in der ersten Halbzeit. Wenn es was Gefährliches gab, dann eigentlich nur von Sturm. Alltag sehr, sehr passiv und das 1-0 zur Pause auf jeden Fall verdient. In der zweiten Hälfte fand ich persönlich Sturm dann auch ein bisschen passiver geworden. Das Spiel generell hat auch Niveau dann auch verloren. Aber unsere Blackies haben zu keiner Zeit, hatte ich das Gefühl, wirklich jetzt die große Bedrängnis, dass Alltag ein Tor schießen könnte. Also ich persönlich hatte da wirklich keine Bedenken. Ich muss auch sagen, von beiden Mannschaften eben keine gute Partie in Halbzeit 2. Es hat sich so ein bisschen hin und her geplätschert. Die großen Torchancen waren Mangelware. Alltag traf zweimal aus aussichtsreicher Position, aus allerdings relativ spitzen Winkeln, nur Goalie Siebenhandel. Und ansonsten Sturm, von den Torchancen, man hatte die Räume, aber keine wirklich hundertprozentig, an die ich mich jetzt erinnern könnte. Von dem her war das Highlight für mich in Halbzeit 2 die gelb-rote Karte für Mahop vom SCR Alltag. Das war so in Minute 70 herum. Zunächst zieht er gelb für eine völlig berechtigte gelbe Karte und nach einem wirklich sehr groben Foul, danach schießt er den Ball weg und bekommt die gelb-rote völlig zurecht. Gemerkt hat man davon im Endeffekt aber nicht wirklich was, also von dem her hat Sturm das, würde ich mal sagen, souverän zu Ende gespielt und Sturm feiert eben den dritten Sieg am Stück. Von dem her defensiv brav, offensiv bisschen ausbaufähig, aber wir nehmen den Sieg mit. Ich würde mal sagen, glanzlos gewonnen und von dem her kann es gerne so weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was, bevor meine Stimme jetzt noch ganz versagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier auf bei The Lance TV. In diesem Sinne. Auf die Schwarzen, euer Elias. Ole, 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 ole. Und bis dann. Ciao, ciao.